Pferdewetten 28.05.2019 Albori-Australia Quantenmechanik Stringtheorie Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Dienstag, der 28. Mai 2019 und ich habe die Absicht gleich um 5.35 Uhr in Australien, ist es bereits Nachmittag, das dortige Galopprennbahn, über 1400 Meter für fünfjährige und ältere Pferde mit einem Preisgeld von 22.0 australischen Dollars, das dortige dritte Rennen des Tages, zu wetten. Hier zunächst die Daten der Pferde. Pferd Nummer 1 Vorekast 63, ein 7-jähriger Wallach mit 60,5 Kilo Kurzform 48404. Pferd Nummer Vorekast 276 mit fallender Tendenz Kurzform 19456. Pferd Nummer 3 Vorekast 49 mit fallender Tendenz ein 7-jähriger Wallach mit 58 Kilo Kurzform 39308. Pferd Nummer 4 startet nicht ein 6-jähriger Stute mit 57,5 Kilo und Kurzform 76114. Pferd Nummer 5 Vorekast 130, ein 7-jähriger Wallach mit 57,5 Kilo Kurzform 69448. Pferd Nummer 6 Vorekast 61 mit gleichbleibender Tendenz ein 8-jähriger Wallach mit 57 Kilo Kurzform 19847. Pferd Nummer 7 Vorekast 139 mit steigender Tendenz eine 5-jährige Stute mit 57 Kilo und Kurzform 76940. Pferd Nummer 8 Vorekast 68 mit fallender Tendenz ein 7-jähriger Wallach mit 56,5 Kilo Kurzform 05156. Pferd Nummer 9 Vorekast 296 mit fallender Tendenz ein 8-jähriger Wallach mit 55 Kilo Kurzform 71284. Pferd Nummer 10 Vorekast 69 mit fallender Tendenz ein 7-jähriger Wallach mit 54,5 Kilo Kurzform 74261. Pferd Nummer 11 Vorekast 72 mit fallender Tendenz ein 6-jähriger Wallach mit 54 Kilo Kurzform 25105. Insgesamt sind also 11 Pferde gemeldet gewesen, aber es starten jetzt nur 10 Pferde und ich werde jetzt nach der Quantenmechanik versuchen auszurechnen, welches Siegpferde sein könnte. Jetzt habe ich mich entschlossen und zwar Pferd Nummer 8, Pferd Nummer 10 und Pferd Nummer 11 werde ich als Siegpferde wetten. Es sind zwar 3 Pferde, aber nach den Berechnungen der Quantenmechanik kommen die am ehesten für den Sieg in Frage. Nun beginnt das Rennen und Pferd Nummer 8, welches ich gewettet habe, gewinnt und es gibt eine Quote von 68.